Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Recap Tag 2 meiner Challenge und Ideen, Strategiesuche für nächste Woche. Die Recap ist eher negativ. Man sieht zwar hier unten schöne Gewinne, aber das ist sortiert jetzt nach Gewinn. Ich habe gestern relativ viel Gold getradet. Wenn ich die Kurve hier kleiner mache, hier ist der Tagesbeginn, dann sieht man hier wirklich einen schönen Trend nach oben vom Gold. Hier sind wir ungefähr bei 10 Uhr. Also ich habe hier quasi begonnen, zu dem Markt ein bisschen anzusehen, habe diese Rückkehr des Kurses abgewartet, hier einen Kauf getätigt, hier oben wieder verkauft. Das habe ich noch ein zweites Mal gemacht. Das hat natürlich super funktioniert, aber in diesem Bereich, da ist es dann ein bisschen in die Hose gegangen, weil hier der Rücksetzer, den habe ich glaube ich hier schon gesehen, habe dann hier den Verkauf versäumt, bin dann quasi in den Stop-Loss reingefallen. Nachdem ich hier wieder einen Kauf gemacht habe, bin ich wieder in den Stop-Loss reingefallen, habe dann quasi diese Bewegung noch dann nicht mehr mitgemacht, aber hier habe ich quasi mehr als meinen Gewinn wieder vernichtet. Am Nachmittag war dann ebenso ein paar Punkte, wo ich quasi hier wieder ein Long gemacht habe und dann quasi runtergefallen bin und hier quasi nicht abwarten konnte, wann der Kurs quasi wirklich seinen kompletten Drehung macht. Das war leider ein bisschen schlecht für meinen Gesamttag. Natürlich wieder eines gelernt. Gibt zwar mein Risikovideo schon, was ich mich eigentlich dran halten wollte. Man mache ich ja theoretisch auch. Nur wenn ich, wie gesagt, hier einen Kauf tätige, dann ist das Stop-Loss ja quasi in der Theorie unter diesem Punkt herunter für ein kurzes Scalping. Aber es waren, wenn man hier anschaut, es sind 3 Kerzen in der 4. Kerze, also nach 20 Minuten war das Stop-Loss schon geknackt. Und hier unten dasselbe hochgegangen, gleich runtergefallen. Das heißt natürlich für mich, Stop-Loss ansehen, wohin sollte ich den Stop-Loss lieber setzen. Darum sieht man auch schön hier meine Linien, die ich mir gesetzt habe. Das sind meine Support, also Support and Resistance Linien. Ich muss den Stop-Loss so weit setzen können, als dass ich diese Linien, diese am Markt und in dem Chart sich gebildeten Punkte hernehmen sollte, und durch so hohe Stop-Losse muss ich natürlich auch meine Anzahl der Lots dann natürlich um das begrenzen. Zusammengefasst, Kontostand ist jetzt mit knapp 30 Euro im Minus, also den Gewinn von gestern aufgefressen plus ein bisschen mehr verloren. Für die Zukunft, vielleicht eines noch, den DAX habe ich gestern quasi nicht getradet. Den 5-Minuten-Chart sieht das natürlich super aus. In diesem Bereich war ich mehr mit Gold unterwegs, da habe ich nicht gleichzeitig beim DAX was gemacht. Und am Nachmittag, also Richtung 15 Uhr, 15:30 Uhr, habe ich heute abgewartet, ob sich etwas tut. Das war relativ wenig und recht viel mehr. Verluste chasen wollte ich dann auch nicht. Was man vielleicht hier sieht, die blaue Box. Ich habe mich ein bisschen mit Strategien, was es allgemein zu finden gibt, auseinandergesetzt. Da gibt es das sogenannte Breakout-Strategie. Da geht man halt dann davon aus, dass zur Eröffnung, einfach gesagt zur Eröffnung des Marktes, jetzt zum Beispiel beim DAX oder beim S&P, dass der Kurs einen Ausbruch macht. Einfach gesagt, ich will hier probieren, die vorhergehende Zeit wird hergenommen, um quasi Maximalausschlag herzunehmen. Das wären hier ca. 37 Punkte gewesen.
Und dann setzt man aus dieser Box gleichzeitig eine Long- und eine Short-Order. Es wäre dann quasi hier die Short-Order ausgelöst worden. Wir hätten den Maximalausschlag hier als Stop-Loss bzw. doppeltes Stop-Loss nach oben genommen und hätten quasi diese Bewegung hier mitgenommen. Und entweder würde ich bei kurzfristig wieder hier verkaufen oder langfristig gesehen hätte ich dann möglicherweise bis hier unten mitnehmen können. Das funktioniert natürlich nicht jeden Tag, wenn man da einen Tag zurückgeht. Hier ist nicht sehr viel passiert. Der Breakout passiert meistens so zwischen 9 und 10. Das heißt, hier wäre hier quasi hier ausgebrochen, aber hätte dann quasi erst den Gesamtausbruch hier nach unten gemacht. Noch einen Tag vorher wäre der Ausbruch nach unten und dann nach oben durchgebrochen. Also das wäre eher ein Verlustreak gewesen. Im Endeffekt geht es darum, ich will mir hier erstens ein bisschen die Markteröffnung, wenn man die jeden Tag einmal tradet oder jeden Tag sich die ein bisschen anschaut, zu erkennen, was hier möglich ist und sich dann selbst ein bisschen eine Strategie daraus zu basteln. Eines ist natürlich dann auch klar, ich bekomme dann ein zusätzliches besseres Gefühl auch noch, weil wenn ich mir hier eine Box setze, jetzt quasi von, hier haben wir von 6 Uhr bis 8 Uhr die Box oder bis 9 Uhr, dann sehe ich, wie hoch die Schwingung im Markt ist, bilde mir von hier meine Stop-Loss weg und wenn ich quasi hier, wenn die Box jetzt viel größer wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier mitnehme, wenn das die Stop-Loss ist, die ich mir setzen muss als Gesamtes, dann geht bei 80 Punkten mein Kaufanzahl an Lot, wenn ich so eine hohe Stop-Loss habe, natürlich auch runter, dass ich mein Risiko damit begrenze. Und hätte aber dann trotzdem bei dem Ausbruch gesehen, hier, wenn ich quasi das hier als mein Eintrittssignal sehe, hätte ich trotzdem noch einen schönen Gewinn mitnehmen können von über 100 Punkten. Mal anschauen, das ist mein Plan für nächste Woche. Am Wochenende vielleicht ein bisschen Videos und Informationen, allgemein auch zu den Indikatoren. Da werde ich euch nächste Woche ein bisschen was erzählen. Aber hier ist einfach, wie man sieht, viele Striche, viele Farben, viele Punkte, viele Strategien, viele Möglichkeiten zu verlieren, aber hoffentlich auch zu gewinnen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Anregungen, Kommentare habt, bitte unten. Sonst würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal.